Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute werden wir wieder zwei Folgen spielen. Ich habe den Streamnamen nicht geändert, das ist natürlich wunderschön. Egal. So, da steht Fallout Shelter drin, es passt, auch wenn die Folge nicht passt. Es stimmt. So, wir gehen wieder in die Vault rein. Wir haben heute ein bisschen was zu tun. Drei Namen vergeben, falls wir noch Namen übrig haben. Ich glaube, es müssten mindestens drei Keller noch übrig sein. Vielleicht können wir die ersten Frauen wieder töten und wir werden eine Lunchbox öffnen. Wie eigentlich jeden Tag. Und die Hälfte wird es verpassen, weil ich gerade erst die Ankündigung dafür losgeschickt habe. Hey, es ist 20 Uhr. Lass uns streamen. Aber einige wissen ja Bescheid, also dass es um 20 Uhr losgeht. Von daher passt das schon. Der Rest wird wahrscheinlich in der zweiten Folge dazu kommen. Deswegen mache ich mir da jetzt gerade keinen großen Stress. Oh, passt. So, ich hätte vielleicht vorher schon mal in die Vault gehen können, aber ich habe es vergessen. Was soll's? Und ich muss sagen, mir gefällt die Wahl meines Pullovers nicht. Der ist ein bisschen zu hell. Es passt aber mit der Mütze nicht zusammen und keine Ahnung. Es war so kalt draußen. Ich musste mir was anziehen. Oh, es geht los. Und es ist zu laut. Oh. Was ist das denn passiert? Ach ja, stimmt, im letzten Stream. Na gut, haben wir einen mehr zum Benennen. Ja, zumindest keine Glatze. Schweiß machen wir auf jeden Fall weg und wir haben keine Musik. War schon immer keine Musik hier. Naja. Wir bekommen eine Lunchbox geschenkt, die wir auch einsetzen werden, höchstwahrscheinlich gleich. So, als allererstes würde ich natürlich sagen, sammeln wir die Ziele ein. Da, jetzt kommen die ersten schon angelaufen hier. Sehe ich schon die ersten Chat-Nachrichten. So. Das Lauteste haben wir gleich hinter uns gebracht. Und dann ist das ein Katzenspiel. So. Mal die ganzen Level-Ups hier mitnehmen, ne? Gut, perfekt. Wir haben wieder 39 Lunchboxen. Ich würde sagen, wir sind irgendwo bei plus minus null, ne? So, wir können die Lunchbox, glaube ich, jetzt sofort öffnen. Oder wir machen das später, wenn alle mitbekommen haben, dass wir streamen und die Raider nicht mehr angreifen. Irgendwann, Freunde, irgendwann sind es 5 Raider. Glaubt mal dran. Irgendwann sind sie zu 5. So, wie sieht es bei euch aus? Wir gucken mal kurz nach. Sealord ist fast schon mit Perception fertig. Wer hätte es gedacht? Der Matto King noch lange nicht. Opa Nightwolf war ja klar, den hatten wir vorher schon ordentlich trainiert. Aus dem Weg, Opa. Der Scream. Wieso hast du so wenig Leben? Was zum Teufel? So, gut, dann ist Bomi wenigstens nicht so alleine beim Leveln. Und da sind sie eingebrochen. Aber eigentlich müssten sie sofort sterben. Ja, komm, der erste ist reingegangen und sofort umgefallen. Also ganz ehrlich. Jetzt sind sie noch zu zweit. Aber ich verliere schon ordentlich Leben. Das muss man schon sagen. Also ist nicht gerade wenig. Aber wir können sie ja voll heilen. Wer bist du? Ach, du bist tot. Okay. Okay. Mrs. Tod, wo bist du? Ich sehe dich. Kannst dich nicht verstecken. Mrs. Tod, bitte wandern Sie in den Geschenkeraum. Später kommt jemand und bringt ihnen ein Geschenk. Wir holen mal einen neuen dazu und das ist Joey Jenkins. Also derzeit haben wir sehr viele Namen übrig. Aaron, hi, Zombie Bombi, hi, was geht, Freunde? Seid ihr schon da? Das ist doch nett. So. Einmal zusammen. Damit würde ich sagen, werden wir zuerst uns um die Namen kümmern und dann so in der Mitte der Folge werden wir dann die Lunchbox öffnen. Dann müssten eigentlich die meisten da sein. Wir gucken gleich nach. Wir gucken gleich nach, King Julian. So, King Julian will wissen, was er eingesammelt hat. Wir werden als allererstes aber erstmal die Namen benennen. Sonst vergesse ich das wieder. Und das wollen wir ja nicht. So, ganz viele Frauen, die Leer heißen. Name. Wir haben noch 1, 2, 3, 4. 4 männliche Namen zu vergeben. Und sie muss sterben. Ganz ehrlich, du musst sterben, Vibe. Wo bist du? Vibe? Ach, ich habe dich zum Trainieren geschickt, ne? Geh sterben, komm. Naja. So, Namensbenennung. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Und heute dabei ist. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Toxic haben wir gemacht. ST-Fan haben wir nicht gemacht, ne? Das wollte ich eigentlich nachgucken. Aber ich glaube, ich habe Copy und Paste gemacht, Freunde. Ich habe Copy und Paste reingesetzt. Ich habe da nichts handmäßig reingetippt. Das waren eure Namen, deswegen ST-Fan. SMT, ja. SMT.
ST-Fan. So, der ST-Fan, der Stefan, ich sage einfach mal Stefan, weil ich werde es jedes Mal Stefan lesen, hat übrigens einen sehr seltsamen Bart. Das halt, muss man nicht verstehen, ne? Gut, Stefan, herzlich willkommen in der World. Wir gucken direkt mal weiter zu dem nächsten. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir nicht drei Stück benennen, sondern höchstwahrscheinlich nur einen. Aber dann haben wir wenigstens alle schon durch, ne? So. Dann haben wir den neuen, ganz kleines Baby noch. Dann kommt der Super Josh. Der Super Josh. Oder wie hat er gesagt? Josh. Josh, ne? Josh. War doch Josh, ne? Super Josh. Joshua, hat er auch gesagt. So, Josh. Dann haben wir als dritten noch einen und der wird dann der letzte für heute sein. Und morgen werden wir höchstwahrscheinlich nur ein oder zwei, ne? Ah, zwei. Morgen werden wir zwei hinkriegen. Beziehungsweise im Stream machen wir es natürlich später. Wir machen ja heute wieder zwei Folgen, ne? Der nächste wäre der Yannick Snipefight. Snipe. Right. So, Yannick, herzlich willkommen in der World. Die Frisur ist nicht schlecht. Mag ich, mag ich. So, Big Z. Hat Silot schon einen Namen bekommen von dir? Seit einer Stunde und 23 Minuten. 1 Euro. Läuft eigentlich ganz gut bei dir. Hast du sogar noch 6 Stimpacks. Aber dass sie so selten Redway benutzen, finde ich echt seltsam. Na gut, Lollbobmeister steht draußen. Speckles, Tevin, Tyrone, Kevin Michels, Alter ihr Pride. Lord Zero. Der steht ja schon seit Tagen da, ne? Habe ich ja gerettet. Sere Matzelot. Komm zurück. Crazy Arty, komm zurück. Da läuft er einfach noch. Da läuft der King Julian einfach noch. Hatten wir dir nicht die Klamotten abgenommen? Offiziersbekleidung, rostiges Gaussgewehr. Ich glaube, er hat bessere Sachen bekommen, als er verloren hat, oder? Ich glaube schon. Ob die Liste voll ist, das kann ich dir nicht sagen. Also, ich meine, ein Versuch ist es doch wert, oder? So, ich habe nämlich seit ungefähr 2 Wochen die Liste nicht mehr aktualisiert, weil wir noch richtig viel Platz haben. Kann ich mal die aktuelle Liste zeigen? Hier haben wir die Liste. Machen wir mal ein bisschen größer. Wir sind jetzt bei Yannick Snipefight. Als nächstes kommt dann Harry Nator und dann der ganze andere Kram. Es sind halt nicht mehr so viele auf der alten Liste. Das hier ist noch die alte Liste. Und ich habe seit 2 Wochen die Liste nicht mehr weitergeführt. Das mache ich jetzt demnächst. Da suche ich mal die Kommentare wieder raus. Und ja, da kommen bestimmt ein paar Leute dazu, ne? Ja, theoretisch habe ich ihn belohnt, aber er musste sich durchkämpfen. Und durchkämpfen ist keine Belohnung. So sieht's nämlich aus. Ich frage mich, wann er die Waffe gefunden hat. Das wäre so richtig interessant. Wann hat er die Waffe gefunden? Ich wette, er ist losgelaufen, ist über irgendwas gestolpert, hat geguckt, was es ist, und dann war es so ein Gaussgewehr. Kann ich mir schon gut vorstellen. Bei den letzten. Ja. In den letzten Stunden ist nichts passiert. Wie lange ist er insgesamt jetzt schon gelaufen? Aber wir können nur eine Stunde zurückgucken, ne? Naja, schade. Hast du sonst noch irgendwas gefunden, King Julian? Nein, er hat die ganzen guten Sachen behält er für sich. Ist klar, Kleiner, ist klar. Captain Bazooka, dich rufen wir mal zurück. Ich glaube, den haben wir gerade wiederbelebt, oder? Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Naja, sparen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld bei. So, die meisten müssten jetzt da sein, ne? Okay, King Julian, du bekommst deine Rüstung nicht wieder. Nein, du bekommst sie wieder. Das war ja nur eine kleine Strafe. Auch wenn du jetzt eine bessere Waffe gefunden hast. So, wir öffnen jetzt die Lunchbox. Einige sind schon hier. Und ich würde sagen, mal gucken, was wir drin haben. Plopp. 100 Kronkorken. Ein verbessertes Luftgewehr. Und. Ist mein Bildschirm wieder zu dunkel? Nee. Wirkt irgendwie so dunkel auf meinem Aufnahmebildschirm. Seltsam. Naja, gut. Ich würde sagen, dann öffnen wir mal die letzte Karte. Oh, das ist ja die vorletzte. Oh, Zero macht's heute wieder spannend. War natürlich geplant.
Recht zum Kotzen, ne? Recht zum Kotzen. Na gut. Achso, ich muss jetzt mal hier drauf drücken, ne? Schade, schade. Nun denn. Dann werden wir die nächste Lunchbox morgen bzw. später im Stream nochmal öffnen. In der zweiten Folge. Plop, plop. So, und dann kümmern wir uns mal um die, die noch draußen stehen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Leute einweisen, damit sie ihren Beruf finden. Weil ich glaube, uns fehlt noch einiges. Wenn die Elektrizität, das Ganze kann man ja noch verbessern, ne? Das kann man ja alles noch verbessern. Die können alle eine bessere Rüstung tragen. Dann dürften die eigentlich auch viel mehr produzieren. Wir haben alle jetzt eine gute Rüstung, zwar nicht perfekt alles. Diesen Raum, also diesen Raum würde ich gerne noch voll kriegen. Das heißt, vier Leute werde ich noch zuweisen für das Elektrizitätswerk. Und wir gucken mal, was haben wir denn hier? Wo ist er hin? Ach da. Kenneth. Raphael. Ach, das war der Pela, ne? Der Pela. Achso, ach, das ist kein Aufenthaltsraum. Das, aha, das ist schon richtig. Jetzt laufe ich hier. Nimm mal nicht rum. Ey, Kenneth, man. Geht alle in einen Raum. Ihr macht mich ganz kirre. Wer steht hier eigentlich noch rum? Sophie? Warum? Kann sich das jemand erklären, was die da treibt? Wir werden sie früher oder später töten. Aber. Lang geht sie dahin. Und ich werde sie extra leer nennen, damit wir uns das merken, dass sie sterben soll. Bleh. So. Gucken wir mal weiter. Wen haben wir hier noch? Den Ragnar Serosson. Was stehst du hier rum? Geh mal raus. Stehe wahrscheinlich schon seit ungefähr 20, 30 Folgen unten rum. Aber jetzt geht er mal raus. So, 25 und 10. Gut, deine Waffe ist jetzt nicht perfekt. Wir haben ihn wirklich, ich glaube, schon seit Monaten nicht mehr rausgesteckt. Ich glaube, der steht da, seitdem wir die Wall gebaut haben. Umgebaut haben, natürlich. So, wen haben wir hier? Lollipop. Du musst noch P zu Ende trainieren und du bist hier in einem A-Raum. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe mir diesen Raum wohl lange nicht mehr angeguckt. Was haben wir denn noch da drin? Arena Zero? Wieso hängt die da ab? Sie muss eigentlich eh trainieren, weil sie ja in die familiäre Coca-Cola-Fabrik kommt. Wir stecken sie da aber erstmal rein. Wo war die? Hier war die, ne? Ja, hier ist meine ganze Familie. Wen haben wir noch hier? Den Luis. Einer der ersten Charaktere, die in unsere World reingekommen sind. Er hat A, kann er natürlich noch maximieren, muss er aber jetzt nicht sofort. Wen haben wir denn noch hier so schönes? Ah, Zazurin. Dann kommst du auch mal in die familiäre Geschichte hier rein. Bitteschön. Oh, hier laufen immer noch Leute rum. Du, Sam. Sandman, du gehst erstmal zu den anderen, stellst dich mal hin. Du wirst nämlich gucken, wo wir dich platzieren werden. Wer bist du? Du bist totgeweiht, okay. Na super, klasse. Können wir sie nicht mehr umstellen. So, dann gucke ich in den Chat. Tevin Tyrone, du hängst, glaube ich, gerade draußen rum hier und wartest. Irgendwo. Laut meiner Erinnerung. Konnte gerade überhaupt gar nicht gucken. Ich glaube, ich brauche entweder langsam mal eine Brille oder ich bin verdammt müde. Oder ist es einfach diese orangene Schrift, die ich nicht lesen kann? Naja. Tevin, wo bist du? Da! Komm, wir holen dich mal rein. Du wolltest ja ein bisschen was trainieren, was dir mehr Sachen bringt, ne? Ich habe überlegt, wobei ich habe nicht überlegt, ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Nicht zu Fallout Shelter, weil ich gucke grundsätzlich keine Videos zu Fallout Shelter. Ich will keine Tricks und Tipps lernen, sondern ich habe Sachen zu Fallout 4 geguckt
Und habe da so einiges erfahren, was echt angenehm sein könnte. Zum Beispiel, ich glaube, es war Perception, ne? Es gibt ja diese kleinen Comics von Bethesda, die sie gemacht haben, wo sie Spezial erklären. Und in einem dieser Spezial hat man gezeigt, wie jemand Loot geklaut hat. Das heißt, er konnte klauen. Die Frage ist, können wir auch irgendwo was klauen? Das müsste man herausfinden. Und Perception war das, glaube ich, wo er das geklaut hat. War das Perception? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt komm her, Mann. Will ich angucken. Tevin Tyrone. Also ich weiß, dass, ja doch, das war Perception. Ausdauer. In diesem Comic von Bethesda war Ausdauer dafür da, dass man länger laufen konnte. Also sprinten. Das könnte man interpretieren. Gott, ist das ein schweres Wort. Das könnte man so auffassen, dass die Person quasi weiterlaufen kann, weil sie mehr Ausdauer hat. Logischerweise ist Ausdauer ist eigentlich klar. So, Ausdauer war noch für die. Nee, das war nicht. Ausdauer war genau für die Resistenzen. Ausdauer war Resistenz. Also E gibt auch Resistenz gegen Strahlung. Deswegen hat der liebe Tevin Tyrone einfach keine Redway gebraucht und deswegen werden wir auch keine Redway-Station mehr bauen, weil das einfach Schwachsinn ist. Wie, dein Charakter hat meine Leiche gelootet, Sea Lord. Ich glaube, heute bin ich ein bisschen kaputt. Naja. Lucas the King, ja, ich habe den Kommentar auch auf YouTube gelesen. Wir werden dich losschicken. Du befindest dich im Garten, habe ich gehört. Glaube ich, habe ich gehört. Von dir selbst. Wir schicken dich auf jeden Fall Perception trainieren, wenn ich dich wiederfinde. Wo bist du hingelaufen, Alter? Da lässt man dich einmal aus den Augen, ne? Bleib erstmal da. Wo bist du hin? Ich laufe einfach Dutzend Leute. Ja, da laufen einfach noch mehr rum. Bleib doch erstmal stehen. Gott, ich muss die alle erstmal zuweisen. Da, ich hab dich, Tevin Tyrone. Du wirst Perception trainieren. Wegen Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist anscheinend auch eine Art Schleichskill. Vielleicht wird er da weniger kämpfen, ich weiß nicht. So. Luca the King, kein Problem. Ich glaube, du warst hier irgendwo, ne? Du hast mir auf jeden Fall Garten gesagt. Ja, da bist du doch. Dann geh mal raus, dann musst du das auch nicht mehr in den Chat spammen. Dankeschön, ich sehe es sowieso. Und 25, 10. Du hast ja sowieso noch keine Ausdauer, das heißt, du wirst auf jeden Fall nicht so weit kommen. Ach so. Ach, du hast eine Leiche bestohlen. Ah, ich habe gedacht, du hast eine Leiche gefunden. Ja, jetzt sehe ich's, du hast gelootet. Ich habe nur irgendwas gelesen. Keine Ahnung. Ich glaube, meine Augen sind heute ein bisschen müde. Heute war der stressigste und verrückteste Tag aller Zeiten. Also, wir haben bei Mercedes morgen eine große Präsentation von dem GLE und dem GLC und der neuen A-Klasse. Also gab es auch viel zu tun. Und ich bin da mit allen möglichen Autos da durch die Gegend gefahren und habe sie positioniert und hat es nicht gepasst. Dann habe ich sie umgestellt. Und ich bin ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen fertig, soll es da bleiben. Und da gab es eine Situation, die war irgendwie ein bisschen daneben. Okay, Sie, Lord. Lord Zero meine ich, du bist vor der Vault. Ich kann nicht ein Glück reinstecken. Das was ganz Komisches passiert. Ich war gerade am rückwärts einfahren. Rückwärts einparken. Einfahren, was? Einparken des neuen GLEs. Und warte, ich muss erstmal den Typen hier finden, da Lord Zero. Und währenddessen ich rückwärts gefahren bin. Hat es so ein Geräusch gegeben, von wegen, ja, wie Metall auf Metall, so krrrk.
Und ich hab mich echt verjagt. Ich dachte, ich hätte diesen neuen GLE, der gerade erst zu uns gekommen ist, geschrottet. Ich habe echt gedacht, ich habe ihn geschrottet. Ich steig aus, gehe um den Wagen herum. Nichts. Denke ich mir. Seltsam. Ich gucke um die Ecke, ist vielleicht irgendwas umgefallen? Ich gucke um mich herum. Nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Geh in den Laden rein, gib dem Schlüssel bei der Dispo ab, geh zurück und plötzlich sehe ich da so noch so eine Rauchwolke aufsteigen. Was ist da los? Geh dann so hin. Da ist jemand gegen einen Baum gefahren. Und ich hab's einfach nicht gesehen. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab nicht gecheckt, wie da jemand gegen einen Baum gefahren ist. Und der war direkt hinter mir. Hätte ich sofort sehen müssen. Ganz komisch. Ich glaube, heute haben alle in meiner Umgebung Pech. Auf dem Heimweg wurde auch ein Typ angefahren. Also mit Autos will ich heute nichts mehr zu tun haben. Da bleibe ich lieber fern. Gab schon zu viele Unfälle um mich herum. So, du wolltest Glück trainieren, ne? Darfst du natürlich, da ist sogar noch Platz für dich. Das Bett 01. Wir haben eine strenge Liste zu führen. Die Liste ist ziemlich lang. Du kannst dich eintragen lassen, indem du einfach die letzte Folge auf YouTube einen Kommentar schreibst. Und dann werde ich dich auf die Liste aufnehmen. Kann aber 3 bis 4 Wochen dauern, bis du überhaupt in die Wall kommst. Musst du sehen, ob du das möchtest, ne? Gut. Ich glaube, die Mods kommen auch erst gegen 9. Das ist ein bisschen spät, deswegen werde ich das hier regeln. Ich glaube, King Julian war vorhin noch da, aber er ist irgendwie jetzt wieder verschwunden, verschollen. Keine Ahnung. Er meint auf jeden Fall, er hat erst um 9 Uhr Zeit. Von daher, ich regel das heute schon. Ich bin hier der Mann der Männer heute. Ach, doch, King Julian ist da. Hi, King Julian. Sorry, aber. Normalerweise sprichst du hier die ganze Zeit im Chat herum. Aber heute habe ich dich kaum gesehen. Oh, deiner kleinen Schwester auch Hallo zurück. Sie kann sich gerne in 20 Jahren melden. Aber derzeit geht es noch nicht, Tevin Tyrone. Es tut mir leid. So, sammeln wir erstmal die Leute hier ein. Den LoL-Burgmeister, den haben wir auch so nicht wirklich oft losgeschickt. Heute werden wir auf jeden Fall versuchen, alle restlichen. Wie lange haben wir noch? Oh Gott. Okay, wir werden. Okay. Wir werden heute einen Teil der Leute losschicken, die noch nicht Level 50 sind. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 23 Minuten. Alter Schwede. Die Zeit rennt uns davon, Freunde. So. Stecken wir dich erstmal da rein. Ich bin auch heute völlig fertig. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Chat kaum lesen kann. Achso, das meintest du. Ah, ja, Achim, du schreibst natürlich auch viel, aber King Julian sehe ich halt sofort an dem Schwert im Chat. Deswegen lese ich seine Nachrichten öfters, weil er mir auch manchmal so mitteilt: Hey Zero, da hat sich jemand gemeldet, der wollte etwas wissen. Antworte ihm! Und dann antworte ich. So. Speckles, komm mal rein. Was fehlt dir denn noch? Ja, wo fangen wir an? Der hat alles so mittelmäßig. Können ja eigentlich überall reinstecken, ne? Wo Platz ist. Da, Stärke. Stärke ist genug Platz. Void. Wie sieht es hier bei unserem A-Raum aus? Der ist doch recht leer, ne? Wie sieht es hier bei allgemein mit A aus? Beweglichkeit. Gewächshaus, Hydrogarten. Warte, Hydrogarten und Gewächshaus. Was ist los hier? Was bist du? Und was bist du? Ha! Ich wusste es doch. Ok,
King Julian, mein Akku meines Handys ist leer. Ich habe tatsächlich noch deine Nachricht bekommen, als einmal Kling gemacht. Und ich saß hier und dachte mir, ah, jetzt drüber gehen zu meinem Handy. Heute nicht. Und deswegen habe ich nicht aufgeguckt. Lunchbox-Time, Achim, hatten wir schon, Mitte der Folge. Tut mir leid. Nächste Lunchbox, nächste Folge in knapp 5 Minuten. Und wir wollten Leute rausschicken, ne? So, du bist gut drauf. Ich kann doch einfach nach Level sortieren, oder? Stufe. Schauen wir doch mal. Oh, Rebecca ist fast Level 50. John Connor, Maximalstufe erreicht. Du musst dann sowieso hier weg. Das warst du, ne? Sehr schön. Dann verziehen sie sich mal. So, 25. Ich glaube, wir brauchen sowieso nicht so viele Red Away. Wir geben ihm mal 5 mit und gucken, wie er wiederkommt. So. Wolltest du nicht rausgehen oder so? Habe ich abbrechen gedrückt? Ich habe abbrechen gedrückt. 25. 5. So. Ich habe nicht abbrechen gedrückt. Es gibt überhaupt keinen Abbrechen-Knopf. Hä? Dann weiß ich nicht, wo ich drauf gedrückt habe. Naja, egal. So, wen haben wir denn noch hier als nächstes? Wen können wir noch rausschicken? Wir haben hier den Muddin McFly in der Spielhalle. Das bist bestimmt du, ne? Ja. Yeah. Raus. Ah, er hat doch nicht voll, ne? Dann geben wir ihm mal 10 mit. Das passt schon. So, haben wir noch jemanden? Noch einer, der dabei sein möchte? Selbstmordattentäter. Du befindest dich da, glaube ich, ne? Das bist du. Ja. Yeah. Stimmt, da haben wir auch schon lange keinen mehr losgeschickt, ne? Super. So. Obwohl, durch seine Rüstung kriegt er schon ziemlich viel E, ne? Muss man das schon dazu sagen. Es hängt. Nee, hier ist alles gut. King Julian, das liegt wahrscheinlich daran, dass du Clash of Clans suchtest. Was ich nicht verstehen kann, weil ich es nie gespielt habe. Weiß nicht, was so toll daran ist. Wir können gerne am Ende der nächsten Folge gemeinsam reingucken und gucken, was daran so toll ist. Aber ich habe es noch nicht mal runtergeladen, deswegen tue ich es nicht. Habe ich mich gerade erinnert. Ich habe es ja nicht mal auf meinem Tablet. Was soll denn das?